Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns endlich, ich habe echt drauf gewartet, ne, den Zalando-Adventskalender an. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieser Beauty-Adventskalender kostet 99,95 €. Erfahrungsgemäß haben wir hier richtig krasse Produkte drin. Und wir haben auch hier einen wundervollen Schubladen-Adventskalender, wie auch die Jahre zuvor. Der ist 1A zum Wiederbefüllen. Eben ist er mir ein bisschen umgekippt, sodass ein paar Produkte rausgefallen sind. Ich hoffe, dass ich die Reihenfolge wieder richtig hingekriegt habe. Wir schauen einfach mal. Aber na, nicht lang schnacken, reinschauen ist die Devise. Wie das jedes Jahr so der Fall ist, haben wir nicht so unbedingt das krasse Weihnachtsdesign. Es ist ein bisschen poppig, es ist ziemlich bunt, aber die inneren Werte zählen. Okay, wir starten mit Nummer 1 und das ist super schwer. Tenologist Face and Body Drops, 30 ml, Health 10 Drops Medium. Wow. Also das am 1. Dezember reinzupacken, finde ich persönlich mutig, weil nicht jeder benutzt Health-Tint-Produkte. Obwohl es Health-Tint-Produkte um Längen gesünder sind, als wenn du dich pick in die Sonne packst, um dich halt zu bräunen. Ne? Also dementsprechend macht es durchaus Sinn. Ich benutze ab und an mal Health-Tint, vor allem an meinen weißen, durchscheinenden Beinen. Aber ja, nicht so super häufig. Es ist halt mit dabei, aber es haut mich jetzt nicht vom Hocker. Okay, auch dieses Jahr haben die das echt blöd gemacht mit den Schubladen, weil die haben halt keine Zwischenebenen dabei. Das ist, naja, dann nimmt man halt zwei auf einmal, ne? Aber die Nummer 2 ist krass gefüllt. Ich glaube, die kosten so 40 Tacken. Von Barbour Perfect Glow. Das sind 7 Ampullen à 2 ml. Richtig, richtig genial. Und Ampullen sind großartig. Gerade im Winter verwende ich das ganz gerne, weil da sind mir Tuchmasken manchmal ein bisschen zu kühl auf der Haut, ne? Aber Ampullen kann man sich dann einfach mal gönnen. Und ich lasse jetzt aber zu. Die würde ich morgens verwenden, weil sonst hast du den Glow im Kissen und es macht nicht so viel Sinn. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und hier haben wir was von Kiko drin in der Nummer 34 Smart Fusion Lip Pencil, also ein Lip Liner. Ja, Full Size 0,9 Gramm, kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Das ist so eine schöne, ja, Rosenholz-Ton-Geschichte, ne? Nee, eher bräunlich. Rot-braun, so ein bisschen. Ja, für dunkle Lippen auf jeden Fall eine gute Geschichte. Ich bin gespannt, ob wir den passenden Lippenstift dazu auch irgendwie da drin finden werden. Ansonsten hast du halt einen Lip-Liner. Ja, und Kiko ist eine gute Marke. Und ich finde es ganz interessant, wir finden so ein paar Produkte aus der Kiko Basic-Linie auch bei Zalando. Ich würde sie hart feiern, wenn die auch irgendwie so die Limited Editions aufnehmen würden, denn die sind immer richtig geil. Hier haben wir die Nummer 4. Ja, und das ist eine von den Schubladen, die mir eben runtergeflogen sind. Von Y habe ich hier ein Leave-In. Ja, ein Leave-In-Conditioner mit 25 ml. Ist jetzt nicht die meiste Menge da drin, aber das ist eine gute Marke, ein tolles Produkt. Schön was für die Haare und es bringt auch wirklich was Abwechslungsreiches hier mit dabei. Ne? Wir hatten was für Face and Body, also ich sag mal Körper, was fürs Gesicht, was für die Haare, dekorative Kosmetik. Also ein schöner Mix bislang. Am 5. Dezember, einen Tag vor Nikolaus, bekommen wir einen Monolidschatten. Und zwar von MAC. 1,5 Gramm ist das hier. Und das ist so ein matter, ganz hellbraun Ton. Fast schon taub, würde ich sagen. Er nennt sich Omega Matt. Okay. Und ja, ich trage ja keine Monolidschatten. Ich bin ja so der Paletten-Fan, weil ich ja einfach gerne die Auswahl habe. Aber ich packe für euch auf jeden Fall einen Monolidschatten-Adventskalender, wenn... Irgendwie, es ist, könnte sein, weil mir da so ein bisschen was runtergeflogen ist. Es könnte von mir passiert sein. So ein bisschen Puderrückstände außen drum zu. Aber hier drin sieht alles soweit heiler aus. Also keine Ahnung. Ja, Omega ist die Farbe. Ja, ein schönes Braun. Kann man schön als Transition Shade verwenden. Wird von meiner Warte aus in den Lidschatten Adventskalender, Mono-Lidschatten Adventskalender wandern, den ich für euch packe. Und demnächst mal verlosen werde, genauso wie den Parfüm-Miniaturen Adventskalender. Zu Nikolaus darf es ein bisschen Glow fürs Gesicht sein. Von NYX, das Merveillance Lift Produkt. Das ist eine Firming Radiance Cream. Wrinkle Correction. Das korrigiert uns die Falten weg und gibt uns einen gesund aussehenden Glow. 15 ml haben wir hier drin. Das ist eine gute Größe. So ein kleines Tübchen kann man auf jeden Fall auch gut gebrauchen. Und auch das eher am Morgen verwenden und weniger am Abend. Das ist wieder das mit der Kissenthematik. Okay. Das ist jetzt... verrückt, denn am 7. Dezember haben wir noch einen Monolidschatten drin. Ich wäre eher ein Fan davon, wenn die uns eine wirkliche Lidschattenpalette reinpacken. So ein Quattro oder ein Neuner Palettchen oder so. Nee, das ist jetzt der zweite Monolidschatten. Luxe Eyeshadow, 2,5 Gramm von Bobbi Brown. Ja, okay. Moonstone ist die Farbe. Also wunderschöne Verpackung, das ist super edel. Ne? Und ich glaube, das war auch auf diesem Vorschaubild zu sehen und diese...
Oh, das Emblem ist wunderschön und ich hätte mir gewünscht, dass dann gegebenenfalls ein Blush oder so drin gewesen wäre. Man darf ja noch hoffen. Das ist auch eine richtig geile Farbe. Oh Gott, ist der schön. Ich hoffe, die Kamera fängt das jetzt so einigermaßen auf. Ich swatch den nicht, weil der wird weiter wandern, ne? Das ist ein wunderschöner Schimmerton. Oh Gott. Das sieht aus wie flüssiges Metall hier drauf. Krass. Also wunderschön, ne? Aber dann hätte ich halt den von MAC als Mono so nicht gebraucht. Klar, du kannst sie bei den Kombi verwenden. Dafür muss aber auch Mono-Lidschatten mögen. Ja. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und das macht sie, denn wir haben einen Lichtschutzfaktor mit 50 hier drin. The One for Your Eyes, eine Mineral Eye Cream. Ach, interessant. Hello Sunday ist übrigens die Marke. UVA, UVB ist hier der Schutz am Start. Was habt ihr denn an Menge? 15 ml, also eine Augencreme mit Lichtschutzfaktor, finde ich ja toll, weil du gehst ja mit deinem regulären Gesichtslichtschutzfaktor, den du ja nach deiner regulären Tagescreme aufträgst, nicht unbedingt so nah an die Augen, weil das ja manchmal tatsächlich auch ein bisschen brennt. Und wenn du dann halt wirklich eine Augencreme hast mit Lichtschutzfaktor drin, feiere ich das sehr. Ich hoffe nur, dass diese Creme dann auch pflegen wird. Ich werde die ausprobieren, dann kann ich euch auch was dazu sagen. Ne, finde ich wirklich gut, ne? Über ein winziges Produktchen von Lumen dürfen wir uns in der Nummer 9 freuen. Ich habe ja den kompletten Lumen Adventskalender ausgepackt, seht ihr hier. Und da ist das Nordic Hydra Aqua Serum drin mit 8 ml. Das ist wirklich sehr, sehr klein. Und wir haben hier drin auch so einen Spatel, womit du das Produkt rausnehmen kannst, ne? Feuchtigkeit für die Haut finde ich super, gerade im Winter, weil da haben wir alle auch so ein bisschen trockenere Haut durch die ganze Heizungsluft und durch diesen Wechsel von warm und kalt, also warm drin, kalt draußen, ne? Deswegen macht es Sinn, aber sehr, sehr klein. Na gut, dafür darf es dann in der Nummer 10 mit einem etwas größeren Produkt weitergehen. Rituals lieben wir ja natürlich total. Na, was heißt natürlich? Ich liebe Rituals in Adventskalendern und auch in Boxen, finde ich das immer schön. The Ritual of Karma, ein Softening Body Scrub mit Sea Minerals und Salt. Also mehr Mineralien und Salz. Salzpeelings finde ich ja sowieso immer großartig. Das schrubbelt immer so richtig gut. Und hier haben wir drin 125 Gramm, das ist zwar auch nicht die Full Size, aber es ist eine gute Größe. Man sieht jetzt gerade eine leere Geschichte, weil es ist halt nicht komplett gefüllt. Wow, aber ja, gutes Produkt, finde ich super, mag ich gerne leiden, ist verdient hier drin. Am 11. Dezember erwartet uns etwas, was eher so ja, für ölige Haut und so oder Mischhaut geeignet ist, ne? Also nicht so ganz für die super trockene Haut. Das Biotherm Aqua Source Hyalo Plump Gel mit 20 ml mit Live Plankton und das schaut so aus. Ist eine gute Größe, wir haben ja auch einen derben Wert, das weiß ich wohl. Ich weiß nicht, habe ich die hier schon mal verwendet? Ich meine schon, ne? Ich meine, dass ich die auch morgens verwendet habe. Das war mir persönlich tatsächlich ein bisschen wenig Feuchtigkeit. Da brauchte ich halt schon ein sehr, sehr reichhaltiges Serum. Zum Beispiel das von Dalton. Das Triple Ceramide Serum habe ich damit in Kombination verwendet, damit meine Haut auch ordentlich genährt wird, weil ich eine sehr trockene Haut habe. Aber ein cooles Produkt. Halbzeit, die Nummer 12, ist von Koros. Und Koros ist so eine griechische, ich glaube, Naturkosmetikmarke. Ein Nourishing Probiotic Gel Cream Produkt. Okay, jetzt haben wir zwei Cremes hintereinander. Das ist auch irgendwie blöd verteilt, ne? 20 ml haben wir hier drin. Ja, auf Gesicht und Hals. Warum machen die das? Also gut, das ist jetzt tatsächlich auch sogar schon die dritte Gesichtscreme. Das heißt, jetzt darf es nicht noch mehr davon geben. Ansonsten fange ich an zu meckern. Ja, haben wir hier mit drin. Ist eine gute Marke, ist hoffentlich auch ein gutes Produkt. Ich kenne das jetzt so nicht. Es wäre wahrscheinlich auch eher was für mich als die von Biotherm, weil das halt ein Nourishing ist. Und das würde ich dann vielleicht sogar auch abends verwenden. Koreanische Beauty erwartet uns an dem 13. Dezember. Hier habe ich von Beauty of Joseon ein Relief Sun Rice and Probiotics Lichtschutzfaktor 50+. Und da sind nicht so viel Milliliter drin, nämlich nur 10. Aber zum Ausprobieren ist es auf jeden Fall eine gute Geschichte. Ich finde Lichtschutzfaktor einfach auch super wichtig. Ich trage das ganzjährig, also sowohl im Sommer als auch im Winter, als auch in Frühling und Herbst, klar. Ja. Ne? Deswegen auf jeden Fall eine sehr wichtige Geschichte, die man dann über der normalen Tagescreme aufträgt. Am 14. Dezember haben wir wieder was von Kiko am Start. Und zwar ist das ein Jelly Stylo. In welcher Farbe bist du? Mal wieder geheim. 509. Der könnte aber sehr gut zu dem Lip Liner passen. Der Lip Liner ist ein ganz kleines bisschen dunkler dann. Die Verpackung von diesen Jelly Stylos ist sehr, sehr edel. Also auch eine wunderschöne Farbe.
wo wahrscheinlich auch sehr viele sich drüber freuen werden. Ne? Und vor allem wird man sich da wahrscheinlich auch sehr drüber freuen, dass es nicht dieses klassische Weihnachtsrot ist. Ich stehe da ja drauf, offensichtlich. Aber das tut halt nicht jeder. Deswegen ist das wahrscheinlich eine etwas gefälligere Farbe. Und passend zum Lip Liner. Das ist super. Das habe ich auch von Revolution Brow Soap and Care. Und ja, Rehab 5 Gramm. Das ist so eine Augenbrauenseife. Die aktivierst du mit... ja, entweder ein bisschen Wasser oder halt ein bisschen Fixing Spray. Und dann ist hier auch so ein kleines Bürstchen mit dabei. Dann kannst du deine Augenbrauenhärchen damit sehr krass fixieren. Muss man mögen. Das ist nicht jedermanns Sache. Ich glaube, die liebe Alina vom Kanal Frühlingsrolina liebt diese hier total. Hat da auch schon immer mal wieder welche von aufgebraucht gehabt. Sieht nämlich so aus. Ist ziemlich fancy, ne? Ja, doch. Kann man auf jeden Fall machen. Ich habe einfach zu wenig Augenbrauen dafür, bin ich ehrlich. Und ich kriege das halt in meiner Schminkroutine nicht so wirklich unter. Das sieht bei mir immer ein bisschen Matschepampe-mäßig aus. Aber ist ein gutes Produkt, weil das im Prinzip jeder verwenden kann, der Augenbrauen hat. Am 16. Dezember bekommen wir ein Produkt, worüber ich mich immer in Adventskalendern freue, wo wir Beauty drin haben. Nämlich eine Mascara. Die hier ist jetzt von Sweet. Und ich glaube, ich habe die schon. Nee, ich habe nicht die Cloud Mascara, ich habe die Pro Lash Lift Mascara. Was erzähle ich denn hier? Genau, weil die ist so super komisch. Aber super, super genial. Also die ist richtig effektiv. Na gut, dann gucke ich mir jetzt auch mal die Cloud Mascara an. Das scheint ja eine andere zu sein. Die hat, passend zum Adventskalender, ein tannenbaumförmiges Gummibürstchen. Da kommst du auch super toll innen an deinen hier Innenwinkel, an die Wimpern dran. Oh, da hat was abgestempelt. Die gute MAC Stack Mascara, Leute. Manchmal möchte die auch nicht richtig halten, ne? Ja, cool. Doch, passt auch von der Form her zum Adventskalender. Läuft. Eine Woche vor Heiligabend, am 17. Dezember, erwartet uns was von Bioma, Brightening Serum Tree Ceramide Complex mit Niacinamiden und Hyaluronsäure. Richtig geil. 30 Milliliter haben wir hier drin. Niacinamide sind so ein bisschen Hautbild beruhigend, Hautbild verfeinernd, Poren verfeinernd. Hyaluronsäure spendet Feuchtigkeit und Ceramide beruhigt. Ne? Ceramide sorgen aber auch vor allem dafür, dass die Haut regeneriert wird. Also das in Kombination mit dem ist mega gut. Ja, sehr, sehr empfehlenswert. Sehr, sehr coole Inhaltsstoffe. Ich kenne das Produkt an und für sich nicht, aber die Inhaltsstoffe gefallen mir schon mal richtig gut. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich habe hier was von Pi drin, was wir irgendwie gefühlt jedes Mal drin haben. Wow, draußen geht die Welt unter. Carbon Star Detoxifying Overnight Face Oil. Da sind 10 Milliliter drin. Das ist ein Produkt, was wirklich eher so für ölige oder Mischhaut geeignet ist. Ne? Weil sowas brauche ich jetzt wirklich gar nicht wirklich, nein. Ja, aber es ist hier mit drin und es war, glaube ich, letztes Jahr auch mit drin. Die hatten eine Zeit lang mit Pi dieses Rosehip Oil, was halt mega ständig drin war und jetzt haben sie halt das Schwarze. Ist jetzt nicht so meins. Und es sind schon wieder zwei Serien hintereinander. Also irgendwie... die brauchen jetzt wieder ein bisschen mehr Abwechslung, finde ich. Am 19. Dezember haben wir tatsächlich die vierte Creme drin, worüber ich mich beschweren möchte, weil ich es nicht gut finde. Ich finde, bei einem 100-Euro-Adventskalender sollte das Ganze auch etwas ausgewogener sein. Auch wenn diese Creme von Augustinus Bader ist. The Rich Cream, eine wundervolle Nachtcreme, habe ich auch schon verwendet. 15 Milliliter, ist halt wirklich winzig, aber das ist sackenteuer. Ich glaube, letztes Jahr haben die uns ja da mit der Marke mega zugeschmissen. Also wir hatten gefühlt in jedem hochpreisigeren Adventskalender diese Marke drin enthalten, damit der Wert auch richtig schön aussieht, ne? Aber ja, es ist eine gute Creme, aber es ist leider die vierte Gesichtscreme. Vielleicht kann man auch sagen, es ist die zweite Nachtcreme, aber ja, man kann sich das Leben auch schön reden. Am 20. Dezember haben wir was drin, was ich persönlich toll finde, von Mina oder Dreina, wie auch immer man diese Marke aussprechen möchte, 900, the 24 Hours Pen Eyeliner. Also wir haben hier einen wunderschönen Filz-Eyeliner, den ich tatsächlich auch noch da haben müsste. Und ich kann euch aber mal zeigen, genau, das ist so ein langes, sehr flexibles Pinselchen bzw. Schwämmchen, ne? Und damit kann man sich schön Eyeliner ziehen. Ich präferiere tatsächlich eher sowas in einem Adventskalender als ein Kohlkajal, weil ich sowas verwende. Ist aber auch immer so eine Sache, was man halt selber gerne mag. Ne? Ich finde es gut und sowas gehört auch irgendwie in den Adventskalender mit rein. Es ist einfach schon der 21. Dezember. Endspurt, Leute. Ich habe hier Coco and Eve Glow Figure Whipped Body Cream. Sehr schön. 212 Milliliter. Ich finde es immer witzig, wenn da so fancy Größen drin sind. Bis September 2024 ist es haltbar. Und von der Marke habe ich, glaube ich, noch gar nicht so viel verwendet. Noch gar nicht so viel ausprobiert. Finde ich sehr, 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 sehr cool. Bin ich echt gespannt drauf. Mit Mango-Duft, was jetzt total weihnachtlich ist, ne? Nö, aber finde ich cool, ne? Eine schöne Verpackung, ein schöner großer Tiegel. Das ist
Gut aufgehoben im Adventskalender, das mag ich. In der Nummer 22 haben wir etwas drin von Upcycle oder Upcircle, Natural Vegan und Upcycled Face Scrub mit Kaffee und Hagebuttenöl und irgendein Zitrusduft, was dann ja leider nichts für mich ist. 30 Milliliter sind hier drin. Also viele Faktoren bringen mich persönlich halt einfach dazu, es nicht zu verwenden. Zum einen ist es ein mechanisches Peeling, was meine sensible Haut halt nicht so gut verträgt. Ich meine sogar, dass ich das hier mal verwendet habe und dass meine Haut dadurch sehr gereizt wurde. Und zum anderen dann der Zitrusduft. Ne? Und deswegen, ja, ist es leider nichts für mich. Wird dann weiter wandern, aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Es gibt ja genug, die das auch mögen werden. Ich mag halt super gerne Kaffee. Also das wäre halt schon meins, was einen dazu bringen könnte, wenn es jetzt ein Enzympeeling mit Kaffeeduft wäre. Würde ich feiern. Aber für mich ist so die kalte Jahreszeit auch dafür da, um meine ganzen chemischen Peelings wieder zu machen. Da habe ich euch hier auch mal ein Video gedreht mit Dalton-Produkten, wo ich euch auch erklärt habe, wann man welches Peeling so verwenden sollte und was welche Peeling-Arten halt so ausmacht. Ich mag lieber chemische Peelings, weil die für meine sehr sensible Haut einfach viel, viel besser geeignet sind. Einen Tag vor Heiligabend machen manche Adventskalender das ja ganz gerne, dass die auch irgendwie ein Duschgel reinpacken, dass man sagt, hey, du solltest vielleicht vor Weihnachten nochmal duschen gehen, was ich immer sehr, sehr witzig finde. Hier haben wir ein viertes Serum leider mit drin, aber von einer ziemlich coolen Marke, und zwar von Madara. Das ist eine ganz interessante Marke, die auch wundervolle dekorative Kosmetik haben. Da habe ich auch mal vor Jahren mit zusammengearbeitet. Also die Foundation und der Concealer sind der Hammer. Hier habe ich Time Miracle Reface Sleep and Peel Overnight Serum. Also das wird ein chemisches Peeling sein, Leute. 15 Milliliter haben wir hier drin. Also wen das mechanische Kaffeepeeling gerade nicht geflasht hat, der wird sich dann hier drüber freuen können. Milchsäure haben wir hier auf jeden Fall mit drin. Sieht mir auch nach Glykolsäure aus. Also Vitamin C, Vitamin E, Hyaluronsäure. Also das macht auf mich einen sehr guten Eindruck. Wird dann wahrscheinlich so eine Art AHA-Peeling sein. AHA-Peelings sind ja immer so ein bisschen feuchtigkeitsspendend und Slow-Aging. Also du wirst so ein bisschen die Faltentiefe minimiert bekommen, ein bisschen das Ganze aufgefüllt kriegen. Ne? Deswegen, das finde ich ganz cool. Aber an Peelings, wie eben ja schon eingeblendet in dem Video und so auch erzählt, ne? Man sollte sich an Säure-Peelings immer vorsichtig rantasten. Aber ich finde es cool, dass das hier drin ist, weil ich glaube, das ist ein relativ mildes Peeling. Trommelwirbel für die Nummer 24. In den letzten Jahren hatten wir da mal einfach so irgendwie wie heißen die Dinger nochmal? Saubermachding, Foreos und so weiter mit dabei, die einfach einen richtig krassen Wert hatten. Dieses Jahr müssen die Firmen scheinbar ein bisschen sparen, aber nicht an der Verpackung. Ich bin ja echt kein Katzenfan, ne? Aber wie süß ist das bitte? Ich finde diese Hello Kitty Limited Edition von Pixie by Petra so schön. Da habe ich von Marion auch so einen wundervollen Highlighter bekommen. Und das hier ist das Glow Tonic mit Glykolsäure. Also auch hier wieder, ne, ein peelendes Produkt. 100 Milliliter. Ja, genieß das Bild. Ich genieße es auch. Ich finde es so süß. Ich glaube, das verwendet man einfach mit Freude, oder? Das ist so richtig Mädchen. Oh, ich lieb's. Nee, ich finde es wirklich toll. Ich finde es großartig. Ich feiere das. Ist eine wundervolle 24 von der Optik her. Ich glaube, vom Wert her jetzt nicht so unbedingt, ne? Aber ist schon süß. Fazitieren wir diesen Adventskalender. Also, aus dem Bauch herausgeschossen hätte ich jetzt einfach mal gesagt, dass er mich die letzten Jahre einfach viel, viel mehr vom Hocker gehauen hat, weil wir da auch irgendwie spannendere Produkte mit einer bunteren Auswahl und krasseren Marken drin hatten. Ich meine, letztes Jahr hatten wir, glaube ich, sogar Charlotte Tilbury hier drin. Wie gesagt, diese Foreo-Geschichten. Klar, wir haben hier so Klopper von Barbour mit dabei und auch hier Augustinus Bader, der hier preislich reinhauen wird. Optisch natürlich Pixie by Petra am Start. Richtig, richtig geil. Und innovativ finde ich definitiv auch die Augencreme mit Lichtschutzfaktor 50. Finde ich richtig cool. Und dieses Bioma-Serum, das spricht mich auch sehr, sehr an. Aber ich denke, vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, ist das Ganze nicht so geil wie die letzten Jahre. Also da wurde der ja auch extrem gehypt und das vollkommen zu Recht. Ich glaube, dieses Jahr geht er in der Masse der Adventskalender, die nun mal auf dem Markt sind, schon ziemlich unter, weil er halt nicht so überwältigend ist. Ja, schreibt mir gerne mal eure Meinung zu dem Adventskalender in die Kommentare. Cool ist er so oder so, aber er wird, wie gesagt, ein bisschen ablosen gegen die Konkurrenz. Nun, ja, das wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.